Es ist das größte Karnevalsmuseum im deutschsprachigen Raum und zeigt auf einer Gesamtfläche von 1400 Quadratmetern die Geschichte und die Vielfalt des Karnevals von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Die Fläche teilt sich je zur Hälfte auf den Museumsteil und eine angeschlossene Halle auf. Die Wagenhalle zeigt die Reste des Rosenmontagszuges. Wagen, Puppen, selbst der Prinzenwagen ist hier noch zu sehen. Das Museum zeigt den Karneval von der Antike über das Mittelalter, die Barock- und Franzosenzeit, den romantischen Karneval, die Kaiserzeit, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus und geht über die Nachkriegszeit bis in die Neuzeit. Ein filmischer Rückblick in den Karneval der NS-Zeit, wo auf Druck der NSDAP die Mariechen und Jungfrau fortan von Frauen dargestellt wurden. Während das Mariechen auch nach dem Krieg weiblich blieb, fiel die Darstellung der Jungfrau wieder den Männern zu. Unglaublich, wie viele Mützen. Und Orden es gibt. Krönender Abschluss ist ein Video mit Highlights des Kölner Karnevals.